Im Februar hat uns Xiaomi auf dem MWC mit dem Mi 5 überrascht. Sehr gute Technik in schöner Hülle zum Bruchteil des Preises der Topmodelle der Konkurrenz. Wir haben es jetzt für euch getestet und verraten, ob das Gerät die Vorschusslorbeeren verdient hat. Das Xiaomi Mi 5 kommt in drei Varianten. Es gibt sie mit 32 und 64 GB internen Speicher mit Glasrückseite in den Farben Schwarz, Weiß und Gold. Und dann gibt es noch eine Pro-Version mit 128 GB internem Speicher und einer schicken schwarzen Keramikrückseite. Das Mi 5 ist mit 129 bzw. 139 Gramm relativ leicht und liegt schön in der Hand. Unser Testgerät mit Glasrückseite fühlt sich weich und sehr glatt an, macht aber trotzdem keinen zu rutschigen Eindruck. Die Rückseite ist an den Rändern gewölbt. Man sieht leider, dass es nicht ganz so nahtlos in den Metallrahmen übergeht. Dadurch wirkt es, als ob die Rückseite nicht 100% passt. Nervig ist auch, dass das Gerät nahezu magnetisch auf Staub und Fusseln reagiert. Immerhin wird es wohl nicht so schnell Kratzer bekommen, denn Vorder- und Rückseite sind durch Gorilla Glass 4 geschützt. Der Home-Button ist gleichzeitig ein Fingerabdrucksensor. Links und rechts daneben befinden sich die beiden kapazitiven Buttons. An der Oberseite liegt der Kopfhöreranschluss und ein Infrarotsensor. Den Dual-SIM-Kartenslot findet ihr am linken Rand. Eine Micro-SD-Karte unterstützt das Mi 5 leider nicht. Der Powerknopf und die Lautstärkewippe liegen auf der anderen Seite und sind ziemlich wackelig verbaut. Die Rückseite lässt sich leider nicht abnehmen und somit auch der Akku nicht austauschen. Von der verbauten Hardware sind wir aber stark beeindruckt, wenn man den Preis im Hinterkopf behält. Xiaomi spendiert dem Mi 5 ein 5,15 Zoll großes Display mit Full-HD-Auflösung und einer Pixeldichte von 428 ppi. Das ist gestochen scharf, hell und stellt auch die Farben gut dar. Und auch mit ungünstigem Blickwinkel war alles noch deutlich zu erkennen. Außerdem verfügt das Display über das sogenannte Sunlight-Display, bei der die Helligkeit für jedes Pixel unabhängig voneinander reguliert wird. Im Inneren steckt der derzeit stärkste Chipsatz am Markt, der Snapdragon 820. Der Vierkerner taktet mit bis zu 2,15 GHz. Ihm zur Seite stehen in der 32 und 64 GB Version 3 GB Arbeitsspeicher. Die 128 GB Variante bekommt 4 GB RAM. Als Grafikchip kommt der Adreno 530 zum Einsatz, der die neue Schnittstelle Vulkan unterstützen wird. Einen Wermutstropfen gibt es dann aber trotzdem. Die 32 GB Variante hat eine auf 1,8 GHz runtergetaktete Version des Chipsatzes. Bei AnTuTu erreicht das gedrosselte Mi 5 einen Wert von über 114.000 Punkten. Damit liegt es hinter dem Galaxy S7 Edge, aber noch vor dem Huawei Mate 8. Bei Geekbench holt das Xiaomi 1.935 Punkte im Single und 4.673 Punkte im Multicore-Betrieb und ist damit hinter dem iPhone 6S, dem Galaxy S7 und auch dem Mate 8. Wir konnten aber auch beim Zocken trotzdem keine Ruckler feststellen. Das Mi 5 wurde zwar recht warm, doch nicht unangenehm heiß. Alle, die das Video sehen und das Spiel kennen, denken sich, mein Gott, ist der doof. Als Benutzeroberfläche kommt das aktuelle Mi UI in der 7. Version zum Einsatz, welches auf dem aktuellen Android 6.0 Marshmallow basiert. Etwas schade ist, dass es keine deutsche Sprachunterstützung gibt. Ihr müsst aber kein Chinesisch lernen, denn die gesamte Nutzeroberfläche ist zumindest auch ins Englische übersetzt. Auf der Rückseite sitzt eine 16-Megapixel-Kamera mit optischem Bildstabilisator und einem Dual-LED-Blitz. Gut finden wir, dass sie nicht hervorsteht, denn dadurch kann das Smartphone dann auf dem Tisch liegen, ohne zu wackeln. Die Bildqualität der Fotos gefällt uns auch. Die Farben sind intensiv und der HDR-Modus lässt die Aufnahmen besser aussehen. Die Blendenöffnung ist mit 2.0 relativ groß und sorgt auch bei Nachtaufnahmen für durchaus passable Bilder. Vorne gibt es dann zwar nur eine 4-Megapixel-Kamera, die aber locker für Selfies ausreicht. Videos kann das Mi 5 sogar in 4K aufzeichnen. Insgesamt sind wir mit der Leistung beider Kameras sehr zufrieden. Der verbaute Akku kommt auf 3000 mAh, was locker für einen Tag Nutzung ausreicht. Und aufgeladen wird er dann über die USB-Typ-C-Buchse.
Das Xiaomi Mi 5 ist eines von bislang nur 4 Geräten, die die Funktion Quick Charge 3.0 unterstützen. Neben dem Mi 5 können das bisher nur das HTC One A9, das LG G5 und das für den Spätsommer angekündigte HP Elite X3. Und das Feature ist auch nicht zu unterschätzen, denn nach einer halben Stunde hatte der Akku schon wieder über 80% aufgeladen. Umgerechnet kostet das Mi 5 mit 32 GB keine 300 Euro. Die 64 GB und die Pro-Variante mit 128 GB internem Speicher kosten dann entsprechend mehr. Aber für die Leistung und den Speicherplatz sind das noch immer Top-Preise. Leider könnt ihr das Smartphone in Deutschland so nicht direkt kaufen, zumindest noch nicht. Beim chinesischen Importhändler Trading Shenzhen, der uns das Smartphone zur Verfügung gestellt hatte, kostet das 32 GB Modell 377 und das große Pro-Modell 453 Euro. Leider konnten wir die ungedrosselte Version des Mi 5 nicht testen. Aber auch das kleine Modell hat uns schon überzeugt. Sehr gute Technik für einen sehr moderaten Preis. Da kann man wirklich nicht meckern. Die Verarbeitung ist an manchen Stellen zwar noch verbesserungswürdig, aber kein Manko. Da der Prozessor in der 32 GB Variante heruntergetaktet ist, würden wir beim Kauf zu einer der größeren Varianten raten.